Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um die Elektrik. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich das Problem habe, wenn ich im Sommer oder generell unterwegs bin und den Kühlschrank am Laufen habe, dass meine 80 Stunden Ampere Batterie leider ein bisschen nach ungefähr 12 Stunden schlapp macht. Das Problem, wie gesagt, hatte ich schon mal. Aber nicht so gravierend wie jetzt. Ich habe ja einen neuen Kompressorkühlschrank und zwar einen von Dometic. Und jetzt ist das Problem halt an der ganzen Sache, dass ich vorher einen etwas kleineren hatte, der nicht so viel Leistung hatte. Und da, wie gesagt, kam ich relativ gut klar, ein, zwei Tage ohne, dass mir der Saft ausging. Und jetzt ist, wie gesagt, das Problem, dass ich das mal ausprobiert habe, weil es geht ja bald los und dann muss das alles funktionieren, dass mir nach, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich vermute mal zwischen 8 und 12 Stunden, ist mir der Saft ausgegangen. Das heißt, die Kompressorkühlbox hat abgestellt, weil sie unterversorgt worden ist, was die Spannung angeht. Und das ist natürlich richtig scheiße. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Und alles, was ihr seht, was ich verbaue, habe ich unten in die Videobeschreibung natürlich reingemacht. Und da könnt ihr drin rumstöbern. Und vielleicht gefällt euch ja was, was ihr auch gerne hättet und darüber findet ihr ein bisschen schneller die Sachen. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß! So, dann würde ich mal sagen, machen wir einmal die Haube auf und gucken uns das Dilemma ein bisschen an. So, ist immer schön, wenn es mal richtig passt. So, und zwar hier haben wir das Problem, dass, wie gesagt, ja, die Batterie eindeutig zu klein ist für die Zwecke. Weil ich möchte so autark stehen, wie es irgendwie möglich ist. Und wenn man verderbliche Sachen mit hat, dann ist natürlich ein Kühlschrank eine feine Sache. Ich habe früher eine ganz normale Kühlbox gehabt, über 12 Volt. Und die hat mir den Akku innerhalb kürzester Zeit leider leer gesaugt. Oder besser gesagt, die Autobatterie. Und deswegen hatte ich mich für eine Kompressor-Kühlbox entschieden. Weil die einfach erstmal schneller kühlt, besser kühlt, tiefer kühlt. Und im Grunde genommen eigentlich stromsparender ist. Aber wie gesagt, das klären wir heute. Dann kommt noch dazu, dass ich noch ein paar andere Sachen mache. Da gibt es auch ein Video von, wie ich zum Beispiel jetzt meine Solaranlage, besser gesagt mein Solarwechselrichter oder besser gesagt mein Solarregler verbaue. Da gibt es auch ein Video von. Weil bis jetzt hatte ich den immer so gemacht, dass ich den einfach aus dem Kofferraum rausgenommen hatte, hier an der Batterie geklemmt habe, die Solarzellen aufgestellt habe und fertig. Und das habe ich festgestellt, das ist scheiße. Das muss etwas schneller gehen, einfacher gehen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Heute geht es auch schließlich darum, wie gesagt, um die Batterie, dass ich da eine neue Batterie einbaue. Ich habe ein paar Sachen besorgt, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen einmal rüber an den Tisch und ich zeige euch, was ich besorgt habe. Denn ich war wieder shoppen. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen, die ich besorgt habe. Und zwar einmal schwarzes Kabel, dann einmal rotes Kabel, jeweils 4 Quadrat. Dann habe ich hier, wie man das sieht, Gewebeband besorgt. Das braucht man, um da anständig die Kabel drin zu verlegen. Dann war ich noch anderweitig natürlich unterwegs und habe mir ein paar Ersatzteile besorgt. Wieder mal. Man kann ja nie genug davon haben. War ich mal wieder ein bisschen shoppen, denn das Shoppen, das gehört dazu und macht auch am besten oder macht auch richtig Spaß. Bremsklötze, was habe ich noch? Luftfilter, Nockenwellensensor, weil letztens ist mir meiner abgeraucht. Dann hier, was ganz, ganz selten ist, momentan sauschwierig zu bekommen, ist ein Kupplungsgeberzylinder. Ganz schwer. Und wie gesagt, das Allerwichtigste, was ich besorgt habe, ist eine neue Batterie von Litron. Die ist meines Erachtens eine super Sache. Und der Vorteil ist bei dieser Batterie, dass ich sie als Starterbatterie benutzen kann. Das ist bei den meisten von Liontron Batterien nicht der Fall. Die kann man einfach nur als Versorgerbatterie benutzen. Und da habe ich mir überlegt, das muss anders gehen. Ich hatte vor einem halben Jahr oder einem Jahr, glaube ich, einmal nachgefragt und da gab es sowas noch nicht. Und deswegen bin ich da richtig froh drüber. Die ist nicht leider nicht ganz günstig. Ich habe mich erschrocken, was die kostet.
aber was will man machen? Es nützt ja nichts. Es bringt nichts, wenn ich irgendwie ein 2-Batteriesystem einbaue, weil das noch mehr Gewicht ist, was ich durch die Gegend schlüren muss. Und da habe ich eh schon unfassbare Probleme mit. Da ich, wenn ich reisefertig bin, mit 2 Personen vollgetankt, Flüssigkeiten, Nahrung, Klamotten drin, bin ich ganz knapp leicht über der Gesamtmasse, die ich habe. Und deswegen kann ich jetzt nicht noch eine 2. Batterie einbauen, auch wenn es zum Beispiel eine 2. Batterie dann eine Lipo sein sollte. Auch dann wäre ich da einiges drüber. Das habe ich mir gesagt, muss ich mir nicht geben. Man weiß ja nie, man muss sich ein bisschen an die Gesetze halten. Besser ist das. Deswegen, wie gesagt, das sind die Sachen, die ich besorgt habe. Das hier ist alles quasi für meinen Solarregler. Und die Batterie, die bauen wir auf jeden Fall jetzt einmal ein. So, ich habe mir jetzt alles zurückgelegt. Ne? Batterie habe ich dort vorne, Werkzeugkiste. Dann würde ich sagen, ich ziehe mich erstmal um, anständige Arbeitsklamotten an, weil das gibt dir garantiert leicht eine Sauerei, da ja hier alles voller Wachs ist. Und ich keinen Bock habe, hier an meinen guten Klamotten das alles zu haben. Deswegen ziehe ich mich jetzt erst einmal um. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal die Arbeitsklamotten an, damit ich mich halt nicht so zusaue. Und ich hoffe ja mal, so wie ich gemessen habe, sollte die neue Batterie da reinpassen. Wir lösen erstmal diese beiden Schrauben, Schlüsselweite 13, damit, wie gesagt, erstmal die Batterie ein bisschen locker ist. Erstmal diese beiden Schrauben, Schlüsselweite 13, damit, wie gesagt, erstmal die Batterie ein bisschen locker ist. Und da lasse ich mir auf jeden Fall mal überraschen, ob das alles so funktioniert, wie ich das vorhabe. Und dann würde ich sagen, schrauben wir das erstmal einmal los. Die sind gleich gelöst. So, langsam. Ja. Das passt. So. So. Das Auto ist stromlos. So, der ist locker. Jetzt will ich mal hoffen. Meine Fresse, ist die schwer. Ihr glaubt es kaum, echt. Wie gesagt, das war meine alte Batterie. Und jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Im Gegensatz zu der neuen ist das hier voll der Brocken. Echt unfassbar, was das Ding riecht. Aber wenn ich sie nebeneinander lege, glaube ich, passt das ganz gut. Ne, und jetzt sieht man auch zum Beispiel, wie ich in einem der Videos gesagt habe, habe ich hier unten drunter eine Matte hingelegt und damit halt, wie gesagt, der Lack und alles nicht beschädigt wird. Ich gucke einmal drunter. So. Da, dann ist das ein Zeug. Aber, wie man ja sieht, ist schon an manchen Stellen ein bisschen am Gammeln. Und deswegen hole ich jetzt erstmal mein Wundermittel, was ich damit einsprühe, aber erstmal mache ich das ein bisschen trocken und dann sprühen wir das damit ein. Das hole ich mal eben. So, erstmal einen Lappen, dann hier Wachskonservierung. Wir wollen keine Schleichwerbung machen, aber ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, dann wollen wir mal, weil hier drunter ist das ein bisschen feucht. Ich vermute mal durch die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, weil wir haben es nachts momentan immer noch ein bisschen dummerweise kalt. Wir haben jetzt Anfang April und da ist es dann doch ein bisschen kalt noch nachts. Tagsüber, wie jetzt, wir haben strahlend blauen Himmel, Topwetter. Die Dose ist leer, ich muss dann wohl mal eben eine neue holen.
Ne, ist ja immer gut, wenn man genug davon hat. Wie gesagt, das feucht das überall mal ein. Weil da, wo Rost ist oder wo Rost entstehen will, kann man, wie gesagt, das Zeug gut überall dran machen. Da ist ja auch, wie gesagt, das habe ich jetzt ja letztens in einem Video euch gezeigt, ein Traumzeug. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir einmal auf das Zeug, überall da, wo es gammeln könnte. Denn Rostvorbeugung ist bei dem Lader das A und O. Also man kann gar nicht mit dem Zeug sparen, rumsauen, was das Zeug hält. Das ist ganz wichtig. So, dann packen wir jetzt die Matte mal wieder rein. So, verkehrt rum. Auch verkehrt rum. Ganz vergessen. Ah, so. So, perfekt. Jetzt liegt die dort. Jetzt kann ich das ja auch irgendwas trocken machen. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen, ob die neue da reinpasst. Das Schöne an der ganzen Sache ist ja, hier, die kann ich mit einer Hand heben. Die ist so leicht. Und am Wege mache ich mir, was das angeht, gar keine Sorgen. So, schon vorsichtig sein, so dass man nichts einklemmt. So. Und sehe da, man hält es nicht aus. Die passt wie Arsch auf Eimer. Passt sie da rein. Perfekt. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Erst war mir nicht ganz sicher, passt sie nicht. Aber ich muss sagen, sie passt hundertprozentig rein. Und wackelt auch nicht. So, dann können wir ja, würde ich mal sagen, einmal den Bügel hier rum machen. So. Das hier lösen, damit wir auch an die andere Schraube kommen, weil ich glaube, die hier ist etwas höher. So. Dann haben wir nochmal den 13er Schlüssel. Knarre besser gesagt. Was haben wir hier? 12. Da ist er. So, nochmal. Ich muss, glaube ich, lösen. Los war es ja schon. So. Also ich behaupte mal locker, die wird die Hälfte. Das ist natürlich schon eine geile Sache. Das muss ich echt sagen. So. Das muss anständig fest sein. Das ist bombenfest. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal hier die Polschütze ab. Und dann machen wir als erstes einmal Plus dran, dann Minus. So, und dann schaue ich mal eben auf die Anzeige im Auto, wie viel Bums wir haben. Also ich habe die nicht geladen. Nichts dran gemacht, ich habe die so bestellt, bekommen und wir haben 13,4 Volt drauf. Das ist schon der Hammer, das ist schon richtig geil. So, die ziehe ich auf jeden Fall jetzt fest, die Schrauben. Und dann ist auf jeden Fall schon mal alles wieder dran. Und das Schöne an der ganzen Sache ist ja, dass sie da reinpasst. Echt, das ist eine geile Sache. Das freut mich auf jeden Fall ungemein. Ich habe hier das alles schön hier mit Polfett eingeschmatzt, damit, wenn Feuchtigkeit oder sonstige Sachen Probleme geben könnten, erst gar nicht entstehen. Und da muss das ja auch, wie gesagt,
schön leiden. Ne? Feuchtigkeit, wenn man durch irgendwelche Wasserlachen fahrt oder so, kann das da überall hier hinspritzen und dann habe ich ja keinen Bock, dass das anfängt zu gammeln. So, den ziehe ich fest. Den muss ich gleich mit einem Ring, Maulschlüssel, oder besser gesagt mit einem Maulschlüssel festziehen. Der ist nämlich noch nicht fest. Hier seht ihr ja, habe ich das Massekabel, das Originale. Hier ist das Massekabel zum Sinuswechselrichter. Dann habe ich dieses Kabel, dieses schwarze hier, dieses dünnere. Das geht zu meiner kompletten Versorgung, die innen drin ja ist, zum Sicherungskasten. Genauso ist das mit diesen Sachen hier. Das geht hier alle lang. Hier ist auch nochmal Plus, auch nochmal, wie gesagt, was zum Sicherungskasten geht. Und dann habe ich halt noch ein Kabel, dieses hier. Das geht, wie gesagt, auch noch nach hinten für sämtliche andere Sachen. So, mein Plan ist, das habe ich noch nicht hier, das kommt noch, hier einen Kasten hinzusetzen, wo ich von Victron ein Batterieüberwachungssystem einbaue, weil diese Batterie hat ja leider kein Bluetooth. Und damit ich halt immer weiß, wie die Spannung genau ist, weil die Anzeige im Auto zeigt mir nur die Voltanzeige an, aber es zeigt mir nicht an, was ich verbrauche und welche Restlaufzeit ich noch habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, holst du dir das System mal. Das muss kompatibel sein zu der Batterie, das ist ganz wichtig, weil die Ströme beim Anlassen ja doch relativ hoch sind. Und somit habe ich einen etwas größeren genommen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich mache mal den Kühlschrank wieder mal an und schaue dann mal auf die Uhr, wie lange das im Endeffekt dann dauert. Oder besser gesagt, wie lange ich damit auskomme, ohne dass ich hier quasi wieder was laden muss oder den Wagen laufen lassen muss. Weil ich habe keinen Ladebooster, den baue ich mir auch nicht ein. Weil ich habe eine Lichtmaschine, die lädt nur eine Batterie. Und deswegen sage ich mir, warum soll ich dann Ladebooster nehmen, das wäre Schwachsinn. Wie gesagt, das war jetzt der Einbau der Batterie, oder besser gesagt der Wechsel von einer ganz normalen AGM-Verbraucherbatterie auf eine Liontron Lithium-Batterie, 80 Ampere, wie gesagt beide. Und ich lasse mich mal überraschen. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, wird bestimmt eine geile Sache. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentarliste. Und ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob das alles soweit funktioniert. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis denne!